Moin! Na, alles fit hier? Ja, also bei mir nicht. Wenn bei dir alles fit ist, ist cool. Aber ich habe hier irgendwie ein Déjà-vu-Erlebnis seit etwa 6 Tagen oder seit ein paar Stunden. Also das ist unglaublich, was dieser Verein hier hat. Ich war vor 6 Tagen in Hamburg und habe mir gedacht, ja, Auswärtsfahrt Hamburg, das kann man sich mal antun. Und antun ist auch genau das gleiche Thema. Nach dem Antun kotzt du nur noch in die Tonne und hast eigentlich ein Spiel gesehen, was du nicht sehen wolltest. Und eine Mannschaft, die eigentlich gar nicht existiert. Also was unsere Mannschaft sich hier vornimmt, ich weiß nicht, was die sich vornehmen. Auf jeden Fall haben die nichts davon übrig, was ich in der Hinrunde gesehen habe. Und das ist sehr schade, dass das so ist, weil ich weiß nicht, wo es hin ist. Und ich würde mal fast vermuten, die Mannschaft weiß es auch nicht, weil sonst könnten sie es ja ändern. Ne? Aber happy ole. Du fährst fast 3 Stunden nach Hamburg, kommst 3 Minuten vor Anpfiff in dieses Stadion an, in dem Gästeblock. Und das Einzige, was du da erlebst, ist eine Mannschaft, die nach 35 Minuten gedacht hat, sie würde aufhören zu spielen. 1-0 Hamburg. Durch einen selten dämlichen Fehler, den man eigentlich selbst in der Amateurmannschaft in den Kindergärten nicht mal machen würde. Ja. Und irgendwie 8 Minuten später fast identisch der gleiche Fehler nochmal. 2-0 Hamburg. Jawohl! Ja, super. Vielen Dank auch. Habe ich schon Spaß bei. Freut mich. Da willst du doch zur Halbzeit schon nach Hause fahren. Aber gut. Man hat ja immer noch das Gedanken, dass man das irgendwie nochmal hinkriegt. Oder die Mannschaft dann hinkriegt. Ja, das hattest du auch genau 2 Minuten gedacht. Danach dachtest du, nein, diese Mannschaft schafft das nicht. Das kriegt die nicht hin. So Willensschlag sind wir nicht, ja. Anscheinend wollte unsere Mannschaft uns beweisen, dass sie das vielleicht doch kann. Nein, in der 52. Minute hat unsere Mannschaft dann gezeigt, ja, wir können tatsächlich auch Tore machen. Auch auswärts können wir Tore machen. Ist das Wahnsinn, oder? Das gibt's nicht. So, 2-1. Ja, hat man da schon mal drüber gedacht. Übrigens, das 2-1 hat im Block fast keiner mitgekriegt, weil wir ja mittlerweile gewohnt sind, dass die Mannschaft nicht existent ist und haben uns mit anderen Sachen, mit Freunden beschäftigt. So, hatten wir kurz gedacht, oh, könnte die Mannschaft vielleicht? Nein, kann sie nicht. Ich kann euch schon mal vorab sagen, das kann sie nicht und das wird sie auch nicht können. Ja, nach diesem Anschlusstreffer hat Hamburg gesagt, okay, wenn du jetzt willst, dann können wir auch arbeiten. Wir haben ja schließlich auch 11 Leute da rumlaufen, ne? Relativ schnell ging dann das 3-1, 4-1. Irgendwann das 5-1. Jawohl. Und da haben wir dann gedacht, nach dem 4-1, jawohl. Vielen Dank auch. Ab der 60. Minute hat unsere aktive Szene auch sämtlichen Support eingestellt. Nach dem 6-1 und in der 80. Minute haben unsere Aktiven sämtliche Fahnen und Zaunaufhänger abgebaut und sind nach Hause gefahren. Jawohl. Vielen Dank. Das ist eine Auswärtsfahrt. 96, das können wir mal machen. Das ist vor allem, wenn man FC Bayern München heißt, kann man das so super machen, weil das juckt uns dann nicht. Aber so ein Hannover 96, das müsste es schon jucken. Also das ist unglaublich, was dieser Verein da macht. Wie behindert, auf Deutsch gesagt, muss ich sein, um solch ein Ergebnis zustande kommen zu lassen? Wo ist diese Mannschaft? Wo haben wir denn eigentlich eine Mannschaft? Ich finde keine. Ich finde seit 10 Wochen keine. Gut, das einzigste Mal 3-1 gegen Sandhausen vor 2 Wochen. Ja, der erste Dreier 2023. Ja, das ist aber bei weitem nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Vor allem nicht das, was wir aus der Hinrunde kennen. Wo ist das denn?
Ich habe das nirgends. Ich sehe das nirgends. Unglaublich, dieser Verein. Also wirklich. Ich frage mich echt, ob diese Mannschaft tatsächlich den Wunsch hat, in der nächsten Saison dritte Liga zu spielen. Aber wenn das wirklich so ist, liebes Hannover 96, dann habe ich einen Tipp. Dann gib die Lizenz ab. Dann haben wir wenigstens die nächsten 8 Wochen kein Geld sorgen. Dann brauchen wir uns nicht nach Nürnberg zu kutschieren oder wo auch immer hin. Ja, was weiß ich, 100 Kilometer durch die Tucht zu gondeln, nur um irgendwelche behinderten Scheiß-Auswärtsspiele zu sehen, wo wir eh nichts hinkriegen. Ja, das ist doch Fakt. Und das sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob der Verein nicht die Lizenz abgibt für die zweite Liga. Dann spielen wir halt nächstes Jahr dritte Liga. Aber dann haben wir wenigstens 8 Wochen weitere Vorbereitungszeit, um uns mal zu überlegen und nachzudenken, ob wir diesen Verein überhaupt noch retten wollen und wo wir den retten können. Weil anscheinend haben wir das verlernt in den letzten 8, 9 Jahren. Erst die Illusion, dass wir nach der Europa League 2012, 2011 auf dem Niveau weiterspielen können, falsche Einkäufe machen, der komplette Vereinsstab ist einmal in die Fresse getreten worden, hat es aber anscheinend nicht gemerkt, warum, und wirtschaftet schön weiter. 2016 der Abstieg in die zweite Liga, dann den Aufstieg direkt wieder geschafft mit einer Mannschaft, die tatsächlich mal eine Mannschaft war, ja, wo man dann auch gesehen hat, dass die zusammengearbeitet hat. Ja, dann 2017 aufgestanden, der Aufstieg. Ja, es ist ja der Aufstieg 2017. Ja, 2 Jahre mit Kotzen und Würgen in der ersten Liga, dann 2018 wieder runter. Oder 2019. Ja, 2019 war dann wieder, glaube ich, der Abstieg. Und seit 2019 hängen wir in der zweiten Liga ab. Irgendwie komisch, oder? Es ist ein HSV-Problem. Weil der andere HSV, ja, der hat es ja anscheinend bis jetzt ganz gut gemacht, weil sonst würden sie ja nicht da oben stehen, wo sie stehen. Und unser Verein hat irgendwie das Spielen verlernt, das Denken verlernt und das Wirtschaften verlernt. Was haben wir denn jetzt in dieser Mannschaft, in diesem Verein? Da haben wir doch nur Scheiße. Das ist doch nur Dreck, was hier rumläuft. Mal ganz ehrlich. Kommt hier überhaupt noch irgendwas an? Hat dieser Verein überhaupt noch irgendwas? Nein, das hat er nicht. Das kann nicht sein, dass dieses kleine, verzogene Scheißhaus der Meinung ist, dass das eine gute Leistung ist. Also das ist ja unter Gülle-Niveau. Ja? Und dann erwartet ihr von uns noch Unterstützung im Fanblock. Das hat keine Unterstützung verdient. Weil unterstützen tun wir die, die was arbeiten. Aber in diesem Verein arbeitet keiner. Ja, das ist Fakt. Wir würden ja woanders stehen, wenn ihr mal was tun würdet. Aber diese Lekathie, dieses Planlosigkeit, keine Struktur, keine Wille, keine Ideen, das kannst du in der zweiten Liga nicht machen. Wir haben Mannschaften in der zweiten Liga, die sind seit 10 Jahren in dieser Liga. Das ist wie der FC Bayern in der ersten Liga. Das sind feste Vereine. Die wissen, wo sie hingehören und wo sie wollen. Die wollen nicht in die erste Liga, die sind mit der zweiten zufrieden. Ja. Und dann hast du noch so ein Algebra-Schinken da rumlaufen, ja, der den ganzen Tag davon erzählt, dass er gerne in der ersten Liga spielt. Ja, dann geh doch dahin. Dann verlass doch den Verein. Dann bring doch dein Stühlchen auf den Sperrmüll und sag, der nächste Präsident darf gerne spielen, aber ich will nicht mehr. Dann mach's doch. Anstatt den ganzen Tag nur dumm Zeug zu labern.
Ja, es ist doch unglaublich in diesem Verein, wirklich. Wenn ich nur höre, wenn einer seine Ideen da salbadert und den ganzen Dreck noch einmal erzählen, weil die liebe Presse das doch mal hören will. Meine Güte, diese Redaktion, die würde ich auch gerne mal anschreiben und mal nachfragen, ob die nicht langsam auch Langeweile haben. Immer wieder das Gleiche, immer wieder. Wir wissen es doch im Verein. Wir wissen doch, dass wir scheiße sind. Wir wissen doch, dass wir nur Müll haben. Wo ist das denn? Kampfgeist, Leidenschaft, für den anderen laufen. Keine Ideen, keiner läuft, nix, null, niente, nada. Echt, in diesem Verein hast du echt das Gefühl, dass da echt nur noch die Fans arbeiten. Aber alle anderen stehen. Was hast du denn heute in diesem Verein gesehen, in diesem Spiel? Übrigens heute nicht nur 6-1 in Hamburg verloren, nein, wir haben uns heute von Heidenheim auch nochmal 3 einschenken lassen, in einer Halbzeit wohlgemerkt. Und danach auch wieder den kompletten Kampfgeist und Dienst eingestellt. Ja, da war auch wieder so eine 10 Mann rumstolpernde Menschen, die auch keinen Plan haben. Ein Aufbau geht anders. Ein Mannschaftsaufbau, ein Spielaufbau. Aber anscheinend hat das unsere Mannschaft im Training nicht gelernt. Auch wenn das der Trainer jedes Mal erzählt, dass er es macht. Aber das bleibt nicht im Kopf hängen. Das bleibt nirgends hängen. Und deswegen, ich bin mehr oder weniger davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr dritte Liga spielen. Ohne Frage. Wir haben jetzt noch mehr Spaß in der Liga. Wir haben jetzt Hamburg von oben gehabt. Wir haben jetzt Heidenheim gehabt. Das sind 2. Wir kriegen noch 3 von oben. Wir haben noch 3 Vereine, wo wir von den ersten 5 noch spielen. Die wollen alle noch irgendwie Relegation oder Aufstieg haben. Wir müssen noch nach Darmstadt oder Düsseldorf. Ja, das hängt doch alles da oben rum. Ich weiß nicht, was die sich alle ausdenken, wo wir hingehen. Aber mit so Leistungen gehen wir nicht in die erste Liga und schon gar nicht in der zweiten Liga überlebend. Wenn ich so in einer Arbeitsdienststelle arbeiten würde, dann würde ich diese Dienststelle nicht mal einen Tag haben. Wenn ich solche Unlust und solche hirnblöden Ideen habe, ja, würde ich in einem öffentlichen Dienst oder in irgendeiner Scheißarbeit, lass es Büroarbeit oder auf dem Bau sein, ich komme morgens um 6 auf den Bau und hau um 8 wieder ab, dann sagt der Chef, Alter, geht's noch? Was hast du denn vor? Ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, nach 2 Stunden habe ich keine Lust mehr. Da sagt er, ja, dann brauchst du auch gar nicht erst wiederkommen. Ja. Und dann verdienen wir noch Scheißgeld. Ich mach das nicht am Geld fest. Aber an was anderem. Wenn ich keine Lust habe, komme ich nicht. Wenn ich keine Lust habe, wenn ich nur auf der Bank sitze, dann schreibe ich mir in einen Vertrag, möchte auf der Bank sitzen und Geld verdienen. Ja. Was bringen mir Top-Spieler, ja, die null Ideen haben, die keine Ideen haben, die nichts im Kopf haben, keine Lust, keine Ideen, kein gar nichts, null. Dann bringt mir auch ein 100 Millionen Euro Musiala bei Bayern nichts, wenn der keinen Bock hat oder keine Ideen hat. Ja, dann bringt mir auch so ein Spieler nichts. Ja, aber wir sind ja nicht der FC Bayern, wir sind Hannover 96, der Richtung dritte Liga läuft. Und Richtung dritte Liga laufen, das hatten wir ja schon mal. Ja, wir haben ja schon mal Regionalliga gespielt. Also wenn wir dahin wollen, Respekt übrigens für alle, die das nicht wissen. Sollten wir in die dritte Liga absteigen, was ja mittlerweile nicht ganz so unwahrscheinlich geworden ist, hat auch unsere U23 ein Problem. Weil unsere U23 könnte möglicherweise in die dritte Liga aufsteigen, dürfen sie dann aber nicht, sondern müssten dann
aus der Regionalliga zwangsabsteigen in die Oberliga. Nur das als Hintergrund. Also was unser Verein vorhat, das hat auch Vereins auch von der Vereinsgröße her auch ein paar Probleme und ein paar sehr, sehr massive Auswirkungen. Und dann frage ich mich, wo wollen wir denn in der dritten Liga, in welchem Stadion wollen wir denn spielen? Meinst du, in der dritten Liga kannst du so ein Stadion wie die Heinz-von-Heiden-Arena halten? Nee, um Gottes Willen, nein. Guck dir doch mal die Mannschaften an, die in der dritten Liga arbeiten oder rumlaufen. Ja? Guck dir doch mal so ein Preußen-Münster an oder so ein Freiburg 2. Freiburg 2 spielt im Dreisamstadion. Weißt du, wer da vorher gespielt hat in dem Stadion? Der hat vorher die erste Mannschaft von Freiburg gespielt. Der SC Freiburg, der heute Europa League spielt. Da hat er im Dreisamstadion gespielt. Heute haben sie ja ein neues Stadion, aber das Urstadion war das Dreisamstadion im Wald irgendwo. Ja, da kann unsere Mannschaft vor 5000 Leuten in der Akademie können wir dann spielen. Super, super Idee. Fahr ich zum Pferdeturm. Ist doch geil. HCC-Stadion können wir uns dann nennen. Statt Heinz von Heiden Arena. Das ist, wenn du dir das überhaupt mal überlegst, gehst du in die Klapse. Da kriegst du Nervenzusammenbrüche bei dem Verein. Da kann ich bald für 5 Euro kann ich da eine Dauerkarte kaufen, weil wir uns mehr nicht leisten können. Wer will denn in der dritten Liga spielen bei uns? Wenn das dann wirklich am Ende der Saison tatsächlich so weit ist. So ein Weidern will bestimmt nicht dritte Liga spielen. Ein Foti auch nicht. Im Grunde genommen kannst du den ganzen Kader verkaufen und hast immer noch nicht genug Geld, um die Lizenz für die dritte Liga zu kaufen. Ja? Also das ist, da sollte sich nicht nur die Mannschaft mal dringend jetzt mal was überlegen, sondern auch mal selbst hinterfragen, ob man überhaupt beruflich Fußballer ist oder lieber Sesselfurzer. Ja? Weil Sesselfurzer verdienen ihr Geld, um rumzusitzen und am PC zu klimpern. Ja? Die verdienen ihr Geld damit, sitzen zu bleiben und rumzusitzen. Fußballer verdienen ihr Geld, falls du das noch nicht gehört hast, Hannover 96, Fußballer verdienen ihr Geld, indem sie Fußball auf einem 70 mal 110 Meter Feld spielen und nicht wie die Zinnsoldaten in der Wallerei rumstehen. Ja, und keinen Plan haben. Dieser Verein, das ist unglaublich, echt. Ich habe ja schon gedacht, dass es ja so ein Ausrutscher gegen Kaiserslautern im ersten Rückrundenspiel, das kann passieren. Ja, du kannst mal einen scheiß Tag haben, jeder hat das, ich auch. Aber seit 10 Wochen haben wir den. Wo haben wir den denn seit 10 Wochen her? Wer hat sich den denn genommen? Ja? Gab's das beim türkischen Basar für 1 Euro oder was? Hat einer zu viel ins Gras geguckt oder was? Hat das Grünzeug zu gut geschmeckt oder was? Statt auf dem Fußballplatz Shisha-Bar oder so. Kann ja möglich sein. Wer weiß, was unsere Mannschaft macht außerhalb vom Training. Ja, wir wissen es ja nicht, wir sehen es ja nicht. Aber auf jeden Fall nicht auf dem Trainingsplatz sein. Also schon da, aber die Trainingseinheiten kannst du auch mit 5-Jährigen machen, da kommt mehr rüber. Lass doch die Amateure spielen, lass doch mal die U23 spielen. Mal gucken, ob eine U23 von Hannover 96 mehr Erfolg hat als die erste Mannschaft. Das wäre mal schön. Der Vergleich, den hätte ich gern mal. Weil was anderes hat dieser Verein nicht.
10 rumstolpernde Spieler. Eine Mannschaft haben wir ja auch nicht. Weil jetzt macht ja jeder sein eigenes Ding. Wir spielen 5 Minuten, spielen wir alles hin und her. Jeder kriegt mal den Ball, aber wir kommen nicht weiter. Das frage ich mich, warum ich den Ball überhaupt haben will. Dann kriegen wir den Ball nach vorne, dann fliegt er irgendwo hin, wo kein Mensch steht, wo kein Mensch rumläuft und wo 10 Meter Wiese ist. Das kannst du bei der B-Mannschaft von Untertuffingen, kannst das auch machen. Die haben noch mehr Elan dabei. Es ist, ja, Flanken schlagen bei uns übrigens nicht der Außenspieler, nein. Der Stürmer, der eigentlich ein Tor im 16er rumlaufen soll, der macht Flanken bei uns. So, mal gucken, was ein Stürmer mit Flanken anstellen kann. Dass dann im 16er natürlich keiner steht, das ist dann klar, ne? Ja, das hat ja natürlich dann auch das Sinn dahinter. Deswegen, es ist hier dieser Verein, der muss sich dringend mal überlegen, ob er überhaupt noch irgendwas will. Weil wir haben heute 22.000 Fans im Stadion gehabt, das ist noch nicht mal halb voll. Ja, das ist bezeichnend. Und wenn die aktive Szene in der Fankurve schon die Gästemannschaft frenetisch feiert, wenn sie ihr Auslaufen hat im Stadion, dann sollte ich mir als Hannover 96 mal dringend Gedanken machen, ob an meiner Strategie vielleicht nicht irgendwas falsch ist. Aber wir Fans können ja nichts ausrichten. Es ist ein Sportdirektor da, es ist ein Trainer da. Ich habe von dem Trainer gute Erfahrungen. Der macht das super. Aber anscheinend hat unsere Mannschaft keine Lust. Keine Ahnung. Sieht man ja in Hamburg. Wir kommen wir fallen nach 35 Minuten auseinander. Was haben wir denn heute gehabt? Heute haben wir schon, ich glaube, 7 Minuten vorher schon nichts mehr gemacht. Ja, danke auch. Wunderschön. Mal gucken. Nächstes Spiel ist ja jetzt auswärts. Ja, mal gucken. Nächstes Heimspiel ist dann gegen Nürnberg. Nürnberg sitzt unten drin. Die wollen natürlich nicht runter. Ne, die sitzen ja mitten in der Scheiße drin. Ja, die wollen natürlich nicht unten reinrutschen. Die geben uns den Ball auch nicht freiwillig. Aber dass dass ein Heidenheim in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger ein lockeres Testspiel bei uns hat, weil sie in der ersten Halbzeit ihre Arbeit getan haben und wir in der zweiten Halbzeit keine Ideen mehr dazu haben und im Grunde genommen auch keine Mannschaft mehr auf dem Feld stehen haben. Oh ja, danke auch. Vielen Dank. Dafür kommst du ins Stadion. Hast du auch keinen Bock mehr, was zu trinken mit deinen Leuten. Da willst du einfach nur noch raus. Da willst du einfach nur noch weg. Weil das kannst du dir nicht angucken. Aber das machst du, weil du ja ein leidenschaftlicher Fan bist. Weil den Rest schenke ich mir. Wie gesagt, ich könnte noch viel, viel, viel mehr machen. Ich könnte darüber noch viel, viel mehr erzählen. Aber das reicht, was ich erzählt habe. Weil mehr bedeutender oder noch schlechter geht es ja kaum noch. Hey, das nächste Mal fahren wir erst gar nicht hin. Wäre doch sinnvoll. Bleiben wir gleich alle daheim. Die Mannschaft bleibt zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Wir haben unsere Nerven nicht. Das Spiel wird 0-3 gewertet, wegen Mannschaft nicht anwesend. Hey, keine Ahnung. Es wäre wahrscheinlich durch das Anwesenheit der Mannschaft nicht viel besser geworden. Aber gut. Machen wir halt mal. Gucken wir uns jetzt das nächste Spiel auswärts mal an. Das glaubt ja kein Mensch, echt. Dieser Verein, das ist unglaublich, echt. Da fragst du dich echt, was dieser Verein in 6 Monaten alles vergessen, verloren,
keine Ahnung was hat. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir das zweite Spiel in Folge 0-3 jetzt wieder verloren haben. 1-6 verloren, 0-3 verloren. Ja. Und das vor allem auf dem Freitag jetzt, wo alle anderen wissen, was wir gespielt haben. Wir können keinen Druck mehr ausbauen. Wir können niemanden mehr unter Druck setzen. Alle anderen können jetzt fröhlich spielen, wissen, punktemäßig können wir an Hannover vorbei. Yay! Am Sonntagabend weiß ich, wo 96 steht. Bestimmt nicht mehr auf Platz 10. Danke. Vielen, vielen Dank. So wollen wir das, so wollen wir die Saison beenden. Und so beenden wir jetzt dieses Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, weil das musste raus. Sonst hätte ich in die Tonne gekotzt, aber wirklich, wörtlich. Und wie gesagt, über ein Like, über einen Daumen hoch und über einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Vielleicht, wenn dich diese Videos hier erfreuen, dann gerne auch ein Abo. Davon wird es bestimmt jetzt mehr geben, weil unser Verein hat ja noch 8 Wochen zu spielen. Ja, und da werden bestimmt noch einige Spiele kommen, wo ich noch was zu sagen kann. Und ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Übrigens, sorry für das scheiß Licht, aber ich habe mein Licht zu Hause vergessen. Tut mir leid. Nächstes Mal habe ich was dabei. Auf Wiedersehen.